In der zweiten Ausgabe vom Fußballradio stellt sich der Podcast, ist diesmal Besnik zu Gast. Er erzählt uns, was er an Spieltagen alles macht, nicht nur kommentiert, warum man unser Podcast zum Einschlafen oder vorm Einschlafen hören mag, warum ich mich im Grunde und Boden schäme nach dem Tippspiel von letzter Woche und ein Überraschungsgast am Ende des Podcasts. Mein Name ist Daniel, viel Spaß beim Fußballradio stellt sich der Podcast. Hallo Fußballfreunde, wir schalten nun um in die Viktoria-Kampfbahn nach Köln-Höhenberg. Hallo Viktoria, wie ist die Stimmung? Hip, hip, hurra, Viktoria ist da. Am Freitag geht es bereits weiter für Viktoria Köln im Heimspiel gegen den 1. FC Saarbrücken. Auch da wird das Fußballradio Schersig, wie auch alle anderen Pflichtspiele der Saison, übertragen. Zusammen mit mir wird Besnik kommentieren, den ich auch in der Leitung zugeschaltet habe. Hallo Besnik, grüß dich. Hallo Daniel und hallo alle Zuhörenden. Vielen Dank erstmal für die Einladung, dass ich dabei sein darf und das als zweiter Gast. Wer die erste Folge mit Christian noch nicht gehört hat, gerne einmal reinhören. Auf jeden Fall lohnenswert. Aber ich hoffe, dass sie auch hier dran bleibt. Ja, ich meine, du bist zwar die Nummer 2 im Podcast, aber die Nummer 1 bei uns, du bist ja unser Chef, sogenannter Herr Magielski. Chris und ich nenne dich ja gerne Herr Magielski. Ich hoffe, dass das irgendwann mal gegoogelt, dass du auch weißt, wer sicher Bodo ist. Aber das nur am Rande. Ja, Besnik, du bist bei Viktoria Köln nicht nur bei uns im Team vom Fußballradio Schalzeck, unser Chef. Du hast auch eine Position im Verein, du arbeitest im Verein. Was machst du da genau? Ja, genau. Also Herr Magielski habe ich natürlich schon gegoogelt. Also ich weiß schon, wie er mich da nennt. Als Kölner, glaube ich, muss man das auch wissen, gerade hier auf der Schalzeck. Und ja, genau, zu meiner Position hier im Verein. Ich bin jetzt seit Mai als Volontär in der Abteilung Medienkommunikation tätig, als Nachfolger von dem lieben Jakob, der ja auch Teil unseres Teams ist und eigentlich der Initiator des Radios. Bin jetzt seit 2 Jahren und einer Woche, glaube ich, da, auf den Tag genau. Hab früher als Praktikant hier angefangen und ja, wie gesagt, habe jetzt seit Mai die große Ehre, als Volontär auf Vollzeit für den Verein arbeiten zu dürfen und meine Leidenschaft jeden Tag mit einbringen zu dürfen und das nicht nur im Fußballradio, sondern generell, was die Medienarbeit angeht. Ja, während wir so locker mal so um 1 Uhr den Pressecontainer kommen an Spieltagen und um uns vorzubereiten auf das Spiel, beginnt dein Arbeitstag schon etwas früher. Was machst du dann genau an Spieltagen? Weil man sieht sich auch gerne mit der Kamera mal im Stadion rummarschieren. Was machst du da genau an Spieltagen? Genau, also du sagst es, der Pressecontainer ist so ein bisschen der Raum, wo ich mich dann am meisten aufhalte, weil hier wird die Pressekonferenz dann nach dem Spiel stattfinden. Auch am Freitag. Die filme ich dann in der Regel. Wir sind ein Team aus 3 Leuten. Das heißt, wir müssen immer gucken, wie wir uns aufteilen können für die ganzen Sachen, die gemacht werden müssen. Das ist nicht immer nur das, was man so sieht. Der Arbeitstag beginnt, wenn wir jetzt mal das Beispiel vom Freitag nehmen, 19 Uhr ist Anpfiff. Dann werde ich so etwa 14, 15 Uhr hier im Pressecontainer sein. Schon mal die Stühle richten, die Pressekonferenz aufbauen, die Kamera aufbauen, dann das Radio aufbauen mit dem lieben Felix, der uns ja bei der Technik hilft, der ist in der Regel auch schon ein bisschen früher da. Dann bauen wir oben das Radio auf, machen den ersten, zweiten Soundcheck, gucken, hoffen, dass das Internet dann funktioniert. Und dann ist das Ganze eigentlich relativ vielfältig. Also wenn ich jetzt nicht wie am Freitag mit dir zusammen die Ehre habe zu kommentieren, dann sitze ich meistens unten mit AirPods und höre euch zu. Und mach die Fotos, wie du schon angesprochen hast. Jetzt zum Beispiel beim letzten Spiel in Osnabrück auch. Da waren dann Henrik und Christian oben, haben kommentiert. Und ich habe dann unten die Fotos gemacht. Die werden dann nach dem Spiel aussortiert, bearbeitet, hochgeladen. Die könnt ihr dann alle sehen auf Instagram, Facebook, auf der Homepage, wo auch immer. Und ansonsten, ja, die Aufstellung, da weiß ich, die ist ja dir ganz heilig, dass du die auch ausgedruckt hast. Genau. Das ist ja bei uns allen so, also wir haben die ganz gerne ausgedruckt. Das mache ich manchmal, mal ich, mal andere. Ich lade die hoch als QR-Code, also wer von euch jemand im Stadion war, von allen, die jetzt gerade zuhören, und diese QR-Codes gesehen haben, da haben wir immer einmal das Stadionmagazin, was ich mit dem Arno mache, mit unserem Pressesprecher, und einmal die Aufstellung, die Mannschaftsausstellung, dass ihr die alle auf dem Handy abrufbar habt. Das ist so das, was da eine Stunde vor dem Spiel passiert. Ja, und dann ist volle Konzentration auf den Rasen. Ja, Viktoria bedient ja auch verschiedene soziale Kanäle. Welchen Kanälen arbeitest du mit? Also wie gesagt, ich bin ja der größte Freund von Twitter, den ihr ja nicht so gerne bedient, beziehungsweise nicht so oft nutzt. Was machst du alles genau da? Genau, also du hast Twitter angesprochen. Twitter nutzen wir auch, allerdings nicht unser hauptsoziales Medium. Vorrangig sind wir auf Instagram und Facebook unterwegs. Ich denke, das ist für euch auch alle zu sehen.
Dann haben wir seit letztem Jahr TikTok, glaube ich, eine Sache, wo wir auf jeden Fall ja, mitmachen wollten und wo wir, glaube ich, auch echt gute Aufrufzahlen haben. Also wir haben zum Beispiel ein Video, das schon 500.000 Aufrufe hat. Also ich glaube, das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Wir sind auf LinkedIn unterwegs, was jetzt vielleicht nicht für die Allgemeinheit so richtig ist, sondern vielleicht eher so, was diesen Business-Bereich angeht. Genau, und dann hoffe ich, dass ich jetzt gerade nichts vergessen habe, weil das wäre sehr peinlich. Ja, wir haben unsere Homepage, victoria1904.de, wo ihr alles mitbekommt. Und ja, was ich da mache, ist größtenteils die Zuarbeit. Also ich habe da nicht die Leitung, sondern das macht die Julia. Also jetzt habt ihr auch alle drei Namen von unserem Team schon mal gehört. Und ich mache natürlich viel Grafikarbeit, die Fotos, wie gesagt, ob das jetzt vom Training ist oder von Spielerverpflichtungen und so weiter. Da teile ich mich mit der Julia sehr, sehr viel auf, schneide die Videos, lade die Videos hoch, solche Sachen. Also ich glaube, relativ viel, was so im Hintergrund passiert, ja, kommt dann auch teilweise aus meiner Feder, aber habe ja das Glück, da sehr, sehr gute Kollegen zu haben. Ja, den muss man mit so ein bisschen was, jetzt nehmen wir mal die Beispiele Michael Schulz oder Mike Wunderlich zuletzt. Die Spieler werden verpflichtet. Ab wann bekommt ihr Bescheid im Vorfeld, dass ihr auch einigermaßen an dem Tag auch schnell reagieren könnt und die Fotos oder die aktuellen Interviews hochzuladen? Wann wird die Medienabteilung informiert, dass da was Neues kommt? Also bei Schulle war es tatsächlich so, dass ich das selber aus dem Internet mitbekomme, weil ich im Urlaub war. Bei Mike war das so, dass der Franz noch an dem Tag bei uns ins Büro kam und meinte, wir haben jetzt 3 Stunden Zeit, wir müssten dann bitte einen Bericht machen. Um 17 Uhr ist Veröffentlichung, das war mit Kaiserslautern so vereinbart. Da gibt es aber auch andere Fälle. Es gibt auch schon mal Fälle, wo dann einen Tag vorher gesagt wird, es könnte sein, dass morgen was passiert wird. Aber alles relativ im Konjunktiv. Es ist selten so, dass wir viel früher Bescheid wissen. Es ist tatsächlich so die Regel, dass man 2, 3, 4 Stunden vorher Bescheid bekommt. Dann hat man in der Regel nochmal Zeit, wenn der Spieler dann da ist, schnell ein Foto zu machen, vielleicht ein kurzes Video, kurzes Statement für die Presseinformation. Und dann beginnt eigentlich der Stress. Dann werden die ganzen Sachen ja, vorbereitet, da wird der Text geschrieben, werden die Fotos gemacht, hochgeladen, bearbeitet und so weiter. Und dann wisst ihr auch eigentlich alle schon davon. Also es ist eigentlich nicht so, dass wir da wochenlang jetzt Bescheid wissen, okay, der und der könnte kommen, sondern es ist tatsächlich bei uns auch so, dass wir es relativ kurzfristig erfahren. Ja. Am Freitag spielen wir ja das Heimspiel gegen Saarbrücken, 19 Uhr, das ist im Hürnberger Sportpark. Wer sich das Spiel live im Stadion angucken will, der kann gerne auf unserer Ticketseite gehen, das ist victoria-tickets.de. Da könnt ihr euch die Heimspiele schon gegen Saarbrücken und Mannheim kaufen. Und falls ihr euch sagt, ja, wir wollen aber gerne das Radio hören, aber da haben wir auch noch eine Möglichkeit, man kann diese Spiele auch re-live hören. Genau, und dazu müsst ihr einfach nur auf unseren YouTube-Channel gehen, @fußballradio, und dann seid ihr auch schon da. Ihr habt auch die Möglichkeit über die Homepage, das ist alles ein bisschen verschachtelter da, aber auch relativ einfach, victoria1904.de/radio. Und dann geht ihr auf den Reiter On Demand und dann könnt ihr euch alle Spiele, die wir vorher schon mal kommentiert haben, das macht dann der liebe Chris, den ihr letzte Woche gehabt habt, der ist da hauptsächlich für verantwortlich, der lädt dann die Spiele hoch, schneidet die und macht das auf YouTube auch noch so, dass ihr die Möglichkeit habt, euch die Highlights, die ihr nochmal nachhören möchtet, selber nachzuhören, indem er euch sagt, in welcher Sekunde was passiert, und das schreibt er in die Videobeschreibung. Ganz, ganz tolle Sache. Danke Chris dafür. Und für euch heißt das, gerne immer die Streams hören, beziehungsweise die Highlights, wenn ihr das möchtet. Lasst auch immer Likes da und kommentiert gerne, weil das hilft dem Algorithmus, so blöd es klingt. Aber das bringt uns am Ende auch weiter. Ja, wir machen auch gerne noch weiter. Wir haben ja auch für die Auswärtsspiele werden ja auch immer gerne Fanbusse eingesetzt vom Verein. Da habt ihr die Möglichkeit, euch anzumelden bei der guten Heike. Das ist auch auf der Vereinsseite, beziehungsweise wenn ihr die Handynummer von Heike habt, eine kurze WhatsApp oder eine SMS. Wir haben jetzt schon 2 Fanbusse wieder im Angebot, einmal nach Wien-Wiesbaden und nach Dresden. Also unterstützt die Viktoria auch auswärts. Kann die Mannschaft gut gebrauchen. Zum Beispiel Unterstützung. Du warst ja in Osterbrück vor unserem Block. Ich habe dich ja mit dem Regenschirm rummarschieren sehen. Der Block in Osterbrück war gut gefüllt gewesen. Auf jeden Fall. Und es war auch echt eine super Stimmung, muss man mal wieder sagen. Man merkt einfach, wie laut unsere Fans sein können, wenn man ein Dach hat. Das ist wirklich beeindruckend. Das hatten wir jetzt auch nicht nur in Osnabrück, sondern auch in Wuppertal gegen Dortmund, wo wir dann auch noch, also ich glaube, wir werden zahlenmäßig überlegen. Das war einfach eine super Stimmung und ich glaube, das muss jeder mal mitgemacht haben, diese Fanbusfahrten. Ich freue mich extrem auf Dresden, weil das kann ich immer sagen, da werde ich mit im Fanbus sein. Bin schon ganz heiß darauf, ist jetzt noch 1 Monat hin. Aber der Daniel sagt es, ich glaube, das sind sehr, sehr lustige Fahrten, sehr, sehr gute Fahrten. Und wenn die Viktoria dann mal wieder Punkte holt, dann umso besser.
Ja, Punkte holen. Ja, das erste Spiel ging direkt in die Hose. Mit 3-1 in Osnabrück verloren. Am Freitag wird es nicht einfacher mit dem Tabellenzweiten Osnabrücken, auch wenn die ihr erstes Spiel verloren haben. Denke ich auch, ja. Allerdings hat Saarbrücken ja auch das letzte Spiel jetzt verloren gegen Duisburg. Ich glaube, da können wir uns so ein paar Sachen abgucken. Also, ich glaube, Saarbrücken war so ein bisschen analog zu uns, dass sie erstmal auf dem falschen Fuß erwischt wurden. Und dann hat Duisburg das einfach gnadenlos ausgenutzt. Und so hat das ja Osnabrück mit uns mehr oder weniger auch gemacht. Wobei ich auch glaube, wenn das Ding von Cello und ich glaube bis heute, dass dieser Schuss im Tor war, also wer es nicht gesehen hat, Cello schießt aus 30, 35 Metern einfach mal aufs Tor, der Ball geht an die Unterkante der Latte, springt dann auf oder hinter die Linie und der Schiedsrichter gibt das Tor nicht. Ich war 20 Meter davon entfernt, fast auf der Höhe, ich glaube, dass der Ball drin war, aber sei es drum, ich glaube, wenn wir da das 2-2 machen, dann ist sogar das 3-2 noch möglich. Die Leistung in der zweiten Halbzeit, glaube ich, daran können wir anknüpfen. Saarbrücken, gute Mannschaft. Du hast es gesagt, jetzt auch seit die den Trainer gewechselt haben. Ich bin jetzt auch mit einer Dreierkette und mit zwei Stürmern, also so wie wir das auch tun. Ich glaube, das liegt uns auch mehr. Aber bin mal gespannt, wie die Mannschaft das annimmt. Ja, also wie gesagt, die Viktoria hat ja mehr oder weniger das Ziel schon ausgegeben. Wenn es die Möglichkeit geben würde, aufzusteigen, würde man es ganz gerne machen. Und es hat sich ja nicht viel groß verändert, weil die Mannschaften vorher haben zum Teil ja auch nicht gewonnen. Also wir haben jetzt 6 Punkte Rückstand auf den dritten und 5 auf den vierten. Also ich bin immer gesagt, noch ein bisschen vorsichtig. Ich gucke immer weiter nach hinten. Aber ich meine, nach oben sieht es noch ganz gut aus. Also ich lasse mich mal gerne überraschen, weil die nächsten Spiele werden ja auch richtig knackig. Das habe ich letzte Woche schon mit dem Chris diskutiert. Ja, letzte Woche war ja die erste Ausgabe gewesen von unserem Podcast und wir haben sehr viele Reaktionen bekommen. Das hat uns total gefreut. Eins möchte ich mal als Beispiel nennen. Ich hatte von der Frauke, die ist vom Fangirl Victoria Queens, wurde ich direkt angesprochen im Blog, dass sie den Podcast vorm Einschlafen sich anhört. Und ich habe es verstanden, zum Einschlafen. Also das ist auch schon so eine Sache halt. Und hat mich natürlich gefreut, dass die Leute wenn sie einen im Blog erkennen, auch uns auf dem Podcast ansprechen. Und auch auf YouTube wurde kräftig kommentiert. Und wir freuen uns auf jeden Kommentar. Also schreibt eure Meinung zum Podcast rum, auf was euch gefällt, auf was euch nicht gefällt. Also wir freuen uns, wir lesen auch jeden Kommentar durch. Also darauf könnt ihr schon mal sicher sein. So, Besnik, zum Abschluss. Ja, ich habe letzte Woche großkotzig zum Chris gesagt, wir machen unser lustiges Tippspiel, dass wir uns schön blamieren können. Und ich hätte mal die Fresse nicht so weit aufreißen müssen. Ich gehe mal davon aus, dass der Chris jetzt ganz dicke Ohren bekommt. Der hat dummerweise im Tippspiel gegen mich gewonnen, Besnik. Ja, Möchtest du also wissen, wie das ausgegangen ist? ich habe es leider nicht mehr im Kopf, sag's mir doch nochmal. Chris, der Wahnsinnige, hat 5-mal in der Tendenz richtig gehabt. Das heißt, wir haben zwar mit Ergebnissen getippt, aber 5-mal den Tendenz richtig, davon hat sogar 2 Ergebnisse richtig, der Wahnsinnige. Oh, ja, daran gibt's anzuknüpfen. Ich weiß, dass Chris ein harter Brocken ist, was das angeht. Ich hoffe, dass ich das toppen kann. Na gut, ich meine, mein Ergebnis von letzter Woche wirst du auf jeden Fall toppen, weil tipp mal, wie viele Punkte ich hatte. Ich sag mal 4. 0. Du hast dich Ja. nicht verhört. 0. Ich hoffe, Und die ein Latte kann Spiel. ich übertreffen. Also ich schäme mich im Grunde und Boden. Eigentlich dürfte ich schon gar nicht mehr mittippen eigentlich. Ja, ich hatte auch ein Spiel, weil ich hatte eigentlich auch das Gefühl, dass Osnabrück gegen uns gewinnt. Aber da habe ich gedacht, komm, bevor ich nachher mit der Zahnbürste den Pressecontainer schrubben muss, weil du mich absetzt, da habe ich dann gedacht, komm, tipp mal auf ein Unentschieden. Aber wie gesagt, jetzt bin ich natürlich auch motiviert bis in die Haarspitzen. Gratulation an Chris. Und ja, dann würde ich ganz gerne mit dir mal den Spieltag durchgehen. Klar, wir machen als erstes, um das mal hinter uns zu haben, die Viktoria am Freitag gegen Saarbrücken. Wir beide nebeneinander kommentieren einen 2-1-Sieg der Viktoria. Ich glaube auch, dass wir gegen Saarbrücken gewinnen. 2-1. Am Samstag geht es weiter mit 1860 München gegen Zwickau. 3-1. Ich glaube auch. Also die 60 haben auch was gut zu machen. Ich glaube auch 2-0 gegen Zwickau sollte nicht unmöglich sein. Meppen gegen Freiburg. Boah, das ist so ein schweres Spiel. Also Meppen ist eine Heimmacht. Ich sag mal 3-2. Ich tippe 1-1. So, Aue gestern überraschend, also zumindest für mich überraschend gewonnen in Ingolstadt mit 2-1, spielt am Samstag gegen Bayreuth. Beide überraschend gewonnen. Ich gönne es aber Pavel, die gewinnen 1-0. Ich glaube auch ein 1-0-Sieg von Aue. Ja, Verl gegen Rot-Weiß Essen. Westderby oder Westduell. 3-2 für Verl. Ich sage 1-1. So, einer der Spitzenspiele, würde ich sagen, an dem Spieltag, Elversberg gegen Ingolstadt. Ich glaube, die Elversberger haben die Pleite ganz gut überstanden und werden auch gegen Ingolstadt mit 2-1 gewinnen.
Ich sag 0-0. Gut. Dann einer der Enttäuschungen der Saison für mich persönlich. Kann ich auch mal dich kurz fragen. Dortmund gegen Osnabrück. Dortmund, wir wissen ja alle, dass du eine Sympathie für Dortmund hast. Woran liegt es, dass Dortmund 2 so tief unten ist? Also ich glaube, dass man viele Abgänge nicht verkraftet hat, vor allem den von Enrico Maaßen. Also dass dann der Trainer nach Augsburg wechselt in die Bundesliga. Ich glaube, das hat man vielleicht ein bisschen unterschätzt. Und jetzt haben wir auch vor kurzem erst die Meldung bekommen, Jaden Brav, den man ja aus Holland, aus Italien geholt hat, den jetzt wieder verliehen, ein Flop gewesen. Ich glaube, da passt das eine noch nicht mit dem anderen zusammen. Wir haben auch selber gegen sie gespielt. Sie waren ein bisschen eklig. Am Ende waren wir aber dann doch die deutlich bessere Mannschaft. Aber ich hoffe, dass sie es gegen Osnabrück irgendwie schaffen, auch wenn sie in dieser Saison zu Hause echt nicht gut sind. Aber ich sag mal, ich kann nicht gegen den BVB tippen. Ich sag 2-0. Gut, ich tippe 1-2, also für Osnabrück. Gut, dann geht's weiter am Sonntag. Da spielt Oldenburg gegen Dynamo Dresden. Ich sage einfach mal 1-1. 0-4. Oh. Ja, irgendwann muss ja bei Dresden mal irgendwie mal alle Stücke reißen. Gut. Dann Halle gegen Wiesbaden. Keine Tore, 0-0. Ich sage 0-1. Also der Chris hat die Wiesbadener irgendwie in der Mannschaft nicht so stark gesehen letzte Woche. Ich habe ihn zwar nochmal darauf hingewiesen, wie das Hinspiel ausgegangen ist, aber ich glaube, dass die Wiesbadener 1-0 in Halle gewinnen. So, letztes Spiel an dem Spieltag wäre Duisburg gegen Mannheim. Was tippst du? Es wird nicht einfacher. Wir haben in Duisburg 1-1 gespielt und auch Mannheim wird 1-1 spielen und danach gegen uns verlieren. Ja, das hört sich sehr gut an. Ich sage auch 0-0. Jo, da sind wir schon fast durch, aber Wesnik, ich kann dich nicht entlassen, ohne dass du einmal uns einen bestimmten Gast aus Bikini Bottom sprichst. Ich weiß, wir haben das nicht abgesprochen, aber ich weiß ganz genau, du bist als Stimmenimitator, könntest du auf jeder Weihnachtsfeier auftreten. Würdest du dich bitte als Patrick von unseren Zuhörern verabschieden? SpongeBob, kannst du mal bitte herkommen? Wir haben gerade einen Podcast aufgenommen. Thaddäus, wir wollen uns jetzt verabschieden von den ganzen Leuten, die uns gerade zugehört haben. Vielen, vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Und jetzt gehen wir wieder in die große Krabbe und machen euch die besten Krabbenburger und freuen uns, euch am Freitag sehen zu dürfen. Macht's gut! Herrlich, geil. Ja, danke, vielen Dank. Deswegen auch vielen Dank für euch fürs Zuhören. Das war die zweite Ausgabe vom Fußball Radio Scherzig, der Podcast. Wir sehen uns am Freitag im Stadion und wenn nicht, hört uns am besten zu. Besnik, ich wünsche euch einen schönen Abend. Danke, dass du dabei warst. Tschüss zusammen.